Die Brüder Grimm als Begründer der Germanistik haben sehr viel an der deutschen Sprache geforscht. Und für sie war Sprache etwas Natürliches, Gewachsenes, was aber die Kultur, das heißt den Menschen, beeinflusst. Somit war für die Grimms eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Kultur und Sprache ein Grundsatz. Was sie sehr spannend fanden und was sie untersucht haben, war, wie die Worte zueinander stehen, wie einzelne Laute zu Worten werden, wie das Geflecht aus Wörtern die Sprache im Prinzip entstehen lässt. Sie haben das als eine Art Stufenfolge gesehen, als eine Art Treppe eben, evolutionär betrachtet, wie ein Wort zu dem Wort wurde, wie wir es heute in der deutschen Sprache eben verwenden. Und für sie war ganz zentral, dass die Worte von den Lauten herrühren. Also die Lautmalerei, die man heute auch noch kennt, dass das Wort Treppe beispielsweise sich nicht aus dem Lateinischen ableitet, sondern eben von dem Laut Tripp Trapp entstanden ist, das Geräusch, was eben passiert, wenn man eine Treppe begeht oder Stufen begeht. Und somit haben die Grimms probiert, zu den Ursprüngen der Worte zu kommen. Viele Ideen oder Forschungsstände sind heute widerlegt oder ergänzt worden. Aber für die Brüder Grimm war es sehr zentral, vor allem neben der Herkunft der Worte eben auch ihr Zueinander darzustellen. Und Jakob Grimm hat einmal geschrieben, dass er seine Forschung an der Sprache als eine Art Wurzelforschung begreift. Also sie haben die Sprache als ein Geflecht verstanden, wie Wurzeln, was miteinander zusammenhängt, dass es eben Wortverwandtschaften gibt, dass Worte aus anderen Worten hervorgehen. Und sie haben eben probiert, das abzubilden in ihrer Forschung und zu belegen.